Corona Immunitas ist ein schweizweites Forschungsprogramm der Swiss School of Public Health mit ihren Partneruniversitäten in der ganzen Schweiz. Das Ziel von Corona Immunitas ist es, auf eine standardisierte und hochqualitative Weise die Ausbreitung der Corona-Epidemie in der Schweiz zu untersuchen. Wir untersuchen dabei die Schweizer Bevölkerung und auch ganz spezifische Subgruppen aus dieser Bevölkerung, die vielleicht mehr oder weniger exponiert waren. Die Daten aus Corona Immunitas werden der Politik und anderen Entscheidungsträgern als Kompass helfen, ihre Entscheidungen zu treffen und die Maßnahmen über die Zeit zu evaluieren. Die epidemiologischen Daten helfen auch, die Maßnahmen zu überprüfen und somit eine zweite Welle oder weitere Wellen zu reduzieren. Es hilft auch, dass das Ausmaß des Bedarfs für Impfungen zu bestimmen, indem man weiß, wie viele Menschen der Bevölkerung die Infektion schon hatten und wie viele Menschen dank einer Impfung vor der Infektion geschützt werden sollen. Gut, Milo, hier haben wir eine Übersicht. Was sehen wir? Also wir sehen zwei Arten von Studien. Die einen sind diejenigen, die in der ganzen Bevölkerung stattfinden. Das sind diese hohen kapselartigen Abbildungen, wo man auch sieht, wie viele Kinder, Erwachsene und ältere Menschen untersucht werden. Und dann haben wir die kleinen Symbole, die anzeigen, welche spezifischen Berufs- und Bevölkerungsgruppen wir anschauen. Und da sind einige drunter, die auch du sehr gut kennst, Jan. Ja, genau. Wir haben spezifische Gruppen. Also wir konzentrieren auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Das sind Leute, die zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen arbeiten, Spitex. Das sind aber auch sonstige Berufsgruppen, die in der Öffentlichkeit eine Funktion haben, sei es Polizei oder auch andere. Dann auch interessant sind Gruppen, die insbesondere einen anderen Hintergrund haben, auch medizinischen anderen Hintergrund, zum Beispiel Menschen mit einer Suchterkrankung. Das sind Fragen, die wir uns stellen. Wie sieht es bei denen aus bezüglich Durchseuchung? Denen Fragen wollen wir nachgehen. Und was man an dieser Abbildung auch schön sieht, ist, dass diese Menschen ja in ganz unterschiedlichen Kontexten leben und dem wollen wir auch nachgehen. Also in Corona Immunitas untersuchen wir nicht einfach nur Antikörper, sondern wir stellen auch viele Fragen zum Kontext, zu den Lebensumständen. Das ist eine sehr dynamische Geschichte, Corona Immunitas. Wir haben hier eine Laufzeit über mehrere Monate und das ist, denke ich, erwähnenswert. Genau, wir möchten damit natürlich die Ausbreitung über die Zeit auch beobachten und wir möchten auch schauen, ob es da regionale Unterschiede gibt in der Schweiz, denn wir wissen derzeit noch nicht, wie ähnlich oder wie anders die Epidemie abläuft in den unterschiedlichen Regionen der Schweiz. Also insgesamt sind auf all diese Regionen 20.000 bis 25.000 Leute beteiligt, die werden getestet und insgesamt auf die Studienzahl bezogen gehen wir von über 20 Substudien aus. Über einen längeren Zeitraum, wie wir schon besprochen haben, und das sind wiederkehrende Untersuchungen, sodass wir schlussendlich ungefähr bei 50.000 bis 60.000 Tests landen. Die Studienteilnahme beinhaltet grob drei Teile. Der erste Teil ist, dass wir Sie bitten, einen Fragebogen auszufüllen, online. Das sind Fragen zu Ihrer Person, zu Verhaltensweisen, zu Ihrer Gesundheit, zu Symptomen. Und das Ausfüllen dieses Fragebogens dauert etwa 30 Minuten. In einem zweiten Schritt werden wir Sie bitten, Blut zu spenden, entweder hier am Testzentrum des Zentrums für Reisemedizin oder, falls Sie nicht reisen möchten, bei Ihnen zu Hause. Da wird eine gelernte Pflegefachfrau Ihnen Blut abnehmen, so viel, das sind etwa 2 Esslöffel. Und der dritte Teil der Studie ist, dass wir Sie bitten, während eines Jahres wöchentlich einen ganz kurzen Fragebogen auszufüllen, auch online. Einerseits mit Fragen zu möglichen Symptomen, aber auch Fragen, ob Sie vielleicht einen Antikörpertest gemacht haben oder einen Coronavirus-Test. Der Nutzen der Studie ist, dass Sie mit der Teilnahme einen Beitrag dazu leisten, dass wir mehr Wissen darüber, wie das ganze Coronavirus in der Bevölkerung verteilt ist. Aufgrund der Antikörper können wir auf die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung schließen.
Ja, willkommen im ehemaligen Zentrum für Reisemedizin. So, wo ich stehe, am 11.03. habe ich das Zentrum für Reisemedizin eröffnet, das neue Zentrum für Reisemedizin. Und am 12.03. haben wir es leider schon wieder schließen. Der Grund ist klar, die Corona-Krise hat uns dazu gezwungen. Im nächsten Schritt ist es das auch, wie gesagt, dann der Ort, wo wir schlussendlich Corona Immunitas oder einen Hauptteil von Corona Immunitas Zürich werden durchführen. Das ist der Ort, wo wir die Antikörpertests machen, also die Blutentnahmen werden machen für die Antikörpertests. Und so dann die wichtige Information könnt gewinnen, ob jetzt jemand schon einmal Kontakt hatte, für die, die keine Symptome hatten, oder die, die Symptome hatten, haben die wirklich auch Antikörper entwickelt. Ganz wichtig, unser Claim, der sicherlich auch stimmt für die ganze Corona-Immunitas, nämlich halte Abstand zeigen eh. Das ist eine Solidaritätsbekundung, wie wir sie eben auch wollen. Wir zeigen Solidarität, Forschung tut sich im Dienst der Öffentlichkeit engagieren. Denen, die Entscheidungsträger sind und Entscheidungen fällen müssen, denen wollen wir die Mittel in die Hand geben.